Was glaubst du, war das häufigst genannte Subpart als Einbauteilwunsch im Monat August? Hier sieht man die Abstimmung, die ich auf LinkedIn gestartet habe. Das waren das Ergebnis: Rückbieganschlüsse mit 42%, Bewährungsanschlüsse mit 29%, Engagierende mit 6% und Balkonanschlüsse mit 23%. Warum habe ich genau diese vier zur Auswahl gegeben? Weil das die häufigsten Nachfragen waren im Monat August. Ich kann euch garantieren, das Ergebnis wird euch alle von den Socken hauen. Das werdet ihr so nicht erwartet haben. Aber fangen wir mal von vorne an. Also die Subparts Kundenwünsche im August. Muss ich natürlich erstmal einen Dank aussprechen an alle Teilnehmer, die auf www.subparts.de gegangen sind, runtergescrollt haben und Einbauteilwünsche und ihr Herz ausgeschüttet haben, was sie für Einbauteile bzw. auch Hersteller benötigen. Das kommt auch häufig vor, dass mir einfach die Hersteller entgegenklatschen. Die habe ich jetzt nicht direkt. Also ich habe jetzt nicht, wenn jemand gesagt hat, ja, Leviat oder Schöck oder sonstiges, solltest du nur mit aufnehmen. Die sind jetzt außerhalb von diesem Ranking. Aber ich habe natürlich gesehen, dass viele Namen nennen von den Produkten und da habe ich einfach jetzt noch den Hersteller mit dazu geschrieben. Gut, wie gesagt, das ist jetzt kein Ranking, das sind jetzt einfach die letzten 10 Eintragungen, die kamen und die Platz 1 Platzierung ist aber jetzt eine Ausnahme, weil die wurde 18 Mal im Monat August gewünscht und das ist die Nummer 1. Also am Schluss kommt die Auflösung sozusagen. Als zehntletztes hatten wir die Anfrage nach Elektroinstallationen als Subparts. Gut, unterscheide ich jetzt, welche Art soll es eine Elektroplanung sein? Dann sage ich nein, keinen Fall. Ist es irgendwie so Schalter oder sonst irgendwas, Steckdosen? Das kann man natürlich machen, gar kein Problem. Ist es jetzt in der Richtung Fertigteilwerk, also Elementplanung, Elektrosachen, zeigst mir auch Blitzschutz und so Sachen? Da gebe ich vollkommen recht, da möchte ich natürlich einen Partner finden. Das geht aber natürlich nur, wenn Kunden wie ihr, die auch hier abgestimmt haben, auf die Hersteller zugeht, ihnen eine E-Mail schreibt und sagt: Hey, wir wollen bei den Subparts wirklich eure Firma sehen, weil wir wollen damit den Subparts arbeiten und mit euch. Der Druck darf nicht von mir ausgehen, der muss natürlich vom Kunden kommen. So ist es leider. Das nächste ist die Baron-Box. Das sind Bewährungsanschlüsse in so einer Art Rückbieganschlussbox drin. Mit Bewährungsanschlüsse. Und die ist von der Firma Ancotech. Oh, da habe ich gar nicht den Namen dazu geschrieben. Also Ancotech, Gelb, Schweiz, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und da gibt es die Baron-Box. Und die wird ziemlich häufig genannt. Ich weiß, von der EFRI wird das auch. Oh, darf ich das auch sagen? Wurscht. Viele wollen damit planen und das wollen wir natürlich umsetzen. Da muss natürlich Ancotech auf. Ja, schauen wir mal, ob es mit Ancotech funktioniert. Jetzt kommt dann die Nummer 8 und die Nummer 8 hätte ich selber so nicht erwartet, dass die kommt. Die kommt aber öfters, als ich mir denke. Gehört zu den Kragplattenanschlüssen, also Balkonanschlüssen dazu und ist sozusagen der Schöck Isokorb. Der Schöck Isokorb wird angefragt bei den Subparts, obwohl es da ja einen integrierten Generator in Allplan direkt gibt. Gut, man will den halt mit den Subparts auswerten können. Ganz klar, logisch, herstellerübergreifend, einbauteilübergreifend, das ist der Vorteil, den man mit den Subparts hat. Und da verstehe ich schon, dass da auch der Schöck Isokorb auch mal genannt wird. Das nächste ist jetzt, was das Wort wirklich sehr häufig genannt wird. Das ist ein Rückbieganschluss von der Firma Leviat, also Halfen HBT. Der wird ziemlich häufig genannt und wurde auch als siebtletztes sozusagen aufgezeigt oder eingetippt und ausgewertet. Ja, klar, logisch. Wir haben ja schon einen sehr starken Rückbieger in unserem Sortiment. Das ist der Comax von Betomax. Den könnt ihr gleich runterladen, testen. Das ist wirklich also mein Lieblingsprodukt zumindest von der Programmierung her, weil es sehr komplex ist und alles, was sehr komplex ist, spart euch eine Menge Zeit, weil ihr müsst ja diese ganzen komplexen Dinge dann nicht selber euch erarbeiten, auswerten und modellieren und dann eine Intelligenz dazu machen. Also
schaut euch mal den Komax oder zumindest den Rückbieganschlussgenerator an. Da kommt mich auch garantiert, da kommt noch mehr. Kann ich garantieren. Und so ist auch die nächste Anfrage. Geht auch in den Rückbieganschluss, auch wieder mit Markenbenennung. Das ist die Starbox von Max Frank. Da muss ich dazu sagen, das verstehe ich, dass da viele nachfragen, da kriege ich sehr häufige Anfragen über die Starbox. Warum? Gut, Max Frank ist im südlichen Raum Deutschland angesiedelt, sage ich jetzt mal, Produktionshalle, wo auch ich meine Heimat finde. Und Max Frank war ja der erste Premium-Partner und der Startschuss, warum es die Subpods überhaupt geben konnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass es auch mit Subgrade so gut funktioniert hat. Und man verbindet ein bisschen das Rot mit Max Frank und Subgrade, obwohl ja mein Rot eher an die Einbauteilfarbe von Alplan gerichtet ist. Aber gut, so sehen es halt die Leute. Und ja, Max Frank muss ich natürlich werbetechnisch gut pushen. Die sind Premium-Partner, genauso wie Betomax und wie Kallenberger Ingenieure mit ihren Kallenberg-Lager. Entschuldigung. Und ja, klar, wird dann ganz oft diese Frage gestellt. Also die Max Frank-Produkte werden mir alle um die Ohren geschmissen. Wann kommt das? Wann kommt das? Wann kommt das? Also gut, da wird Max Frank sich natürlich freuen. Das nächste, das ist jetzt was, das ich sehr gerne programmieren möchte, ist auch wieder mit Markenbenennung gewesen. Ist ja, also ich bin mit keinem Hersteller verheiratet. Mir ist es eigentlich egal, welcher Hersteller. Ich brauche bloß das Produkt, damit man damit planen kann. Und das ist jetzt in dem Fall die Ankerschiene. Und in dem Fall wurden die Ankerschienen von Jordal genannt. Ja, vielen Dank an den Umfrage-Teilnehmer. Ich möchte natürlich gern Ankerschienen implementieren. Ich habe da noch keinen Partner. Wenn ihr Ankerschienen braucht als Support, dann schreibt doch bitte die Hersteller an und schreibt, hey, wir wollen als Support die Ankerschienen haben. Steigt damit ein. Supports ist ein super Ding. Wir sind damit schneller, wir sind damit produktiver, wir haben eine höhere Qualität und können alles Hersteller- und einbauteilübergreifend auswerten. Also gern zu den Herstellern selber mal anschreiben. Nächste, also die Nummer 4, viertletztes eingegangen, ist etwas, das wurde auch schon häufiger genannt, wird aber in einem größeren Abstand mal genannt. Das sind die Treppendämmelemente. Treppendämmelemente, also das heißt, diese Elemente, diese Dämmung, die zwischen Fertigteiltreppen zum Beispiel kommt und Wand, oder natürlich als Auflagerpunkte unten und oben fungieren, da wird ja auch gedämmt. Und da gibt es ja noch diese Boxen, die dann halt mit so einem Bewährungspilz eingebaut werden, damit diese in der Wand gut halten. Und die sind natürlich ein bisschen aufwendiger zu programmieren, aber die Treppendämmelemente werden nicht ganz aufwendig. Also wenn es da einen Interessenten gibt, macht auf jeden Fall Sinn, hier mit einzusteigen. Braucht jeder Ingenieur, oder? Dann das drittletzte, das kommt jeden Monat und das ist auch mit Hersteller wieder benannt und das freut mich ganz besonders, weil es ein Premium-Partner von mir ist. Und da geht es aber jetzt im Thema Brückenbau und ich finde halt Brückenbau mega interessant. Ich kenne mich bloß nicht aus, aber Brückenbau wäre schon wirklich eine tolle Show und möchte dann natürlich auch mit Einbauteilen glänzen. Und da geht es um was Grünes, nämlich um Kobolde von Betomax. Und die möchte ich natürlich unbedingt mit im Sortiment aufnehmen. Da muss ich natürlich nochmal mit Betomax sprechen, wann ich mal Kapazitäten frei habe. Weil die würden, also das wird jeden Monat genannt. Ich weiß es nicht, ob es jedes Mal von derselben Firma genannt wird. Also wenn es ihr Einbauteilwünsche abgibt und möchtet darüber diskutieren oder reden oder was bewegen, noch mehr bewegen, dann gebt eure Kontaktdaten mit an. Denn dann kann ich auf euch nochmal zugehen und sagen, hey, okay, gut, Firma XYZ hat 30 Alplan-Lizenzen, möchte unbedingt die Kobolde von Betomax haben, dann hat es natürlich mehr Gewicht, als wenn ich da sage, ja, da hat jemand nachgefragt. Kann ja auch irgendeine Privatperson gewesen sein. Ja, logisch. Jetzt kommen wir dann zum Vorletzten. Ne? Das hat mich sehr verwundert, denn das war genau über dieses Produkt habe ich mit diesem Hersteller einen Tag später gesprochen. Und ja, da könnte was bewegt werden oder auch nicht. Da kann ich nur nichts sagen, ob das was wird oder nicht. Aber würde mich natürlich mega freuen, weil es geht hier wieder um die Dübelleiste, um mein Logo. Eine Dübelleiste, die aber auch ihre
Ja, die Dübel selber schräg verlegen kann. Es ist nichts Geringeres als die Anko Plus von Ankotech. Heißen die Enko, Enkotech und Enko Plus, Enko Plus? Ah, okay. Dann ist natürlich noch die Frage, es gibt ja auch von Ankotech oder Enkotech die Zeus, die Sius Durchstandsbewehrung. Das sind sozusagen so, ich sage jetzt einfach mal Mini-Stahlträger, die in so einer Form wie ein Fenster angeordnet werden und die werden da draufgeklatscht. Solche Alternativen finde ich natürlich klasse, weil mit der Dübeleist hat es bei mir ja natürlich angefangen, deswegen ist es auch mein Logo. Aber es ist so ein bisschen eine Hassliebe. Ne? Das ist natürlich das Ding, was man bei der Bewährungsabnahme am kritischsten begutachten muss, sind die Dübeleisten. Ne? Wenn man halt da schon rankommt, hat ein Durchstandspunkt mit 5 Dübeln und man sieht, es sind nur 4 drin oder es sind dann 6, wo man dann denkt, wie kann da immer so ein Fehler passieren? Naja, also, aber wie gesagt, das ist natürlich auch, das ist, wäre toll zum Umsetzen, würde ich mich sehr freuen, wenn das natürlich in den Subparts mit aufgenommen werden würde. Und jetzt kommen wir schon zum Trommelwirbel. Also, ich gehe nochmal zur ersten Folie zurück, wo wir nochmal die Umfrageergebnisse sehen. Rückbieganschlüsse, habt ihr gedacht, werden am meisten gefordert im August. Da muss ich widersprechen, das war es nicht. Also es kam natürlich ganz oft die Starbox von Max Franck und auch HWTs kamen sehr oft und auch die Fairbox kam auch vor im August. Die kam im Juli noch stärker. Aber Rückbieganschlüsse ist nicht auf Platz 1. Das muss ich schon mal sagen. Balkonanschlüsse, da wird ja gerade die Eco-Box von Max Franck programmiert. Ein riesen cooles Tool wird das. Da werdet ihr mit den Ohren schlackern. Das wird richtig gut. Das wird, da, ja, da freue ich mich schon drauf, wenn das endlich released wird. Es ist nur sehr komplex. Aber es macht mir natürlich wieder umso mehr Spaß, umso komplexer das ist, weil umso komplexer, umso mehr habt ihr davon, wenn es ich für euch programmiere. So, ich sage euch, der Platz 1 wird entschieden zwischen Bewährungsanschlüsse und Ankerschienen. Und der Unterschied war nur eine Stimme. 18 Stimmen hatte Platz 1, 17 Stimmen hatte Platz 2. Wer hat gewonnen? Bewährungsanschlüsse oder Ankerschienen? Mein Ergebnis, ich weiß nicht, ob man es sieht in der Kamera. Es waren tatsächlich die Bewährungsanschlüsse. Ah, wo sind's? Hier sind die Bewährungsanschlüsse auf Platz 1. Die wurden am öftersten gefordert. Dicht gefolgt von den Ankerschienen mit 17. Und man muss sagen, ey, das sind ja jedes Mal Büros, die hier abstimmen. Also 18 Ingenieurbüros wollen Bewährungsanschlüsse, 17 wollen Ankerschienen. Büros. Oder können natürlich auch Fertigteilwerke sein. Von dem her, da ist ein Potenzial dahinter. Ja, und wenn ihr selber Einbauteilwünsche habt, dann geht es am besten jetzt gleich auf www.supports.de und ihr könnt selber mit abstimmen, welches Einbauteil ihr als nächstes haben wollt oder welchen Hersteller, welches Produkt braucht ihr, wo kann ich was bewegen. Und wenn ihr noch mehr bewegen wollt, dann geht doch bitte direkt zu den Herstellern und schreibt denen mal an, dass das eine super Sache ist mit den Supports, dass ihr euch da, dass es euch Arbeit spart, Qualität aufbaut und dass es einfach euch im Alltag sehr viel Mehrwert bietet. Das könnt ihr gerne den Herstellern schreiben. Damit bewegt ihr sehr viel. Das sage ich jedes Mal, wenn ich ein Webinar habe. Dann sind wahrscheinlich meistens die Hersteller ein bisschen sauer, weil die lauter E-Mails zugetragen bekommen von den Kunden. Aber so ist es eben. Und ja, dass ihr es auch findet auf der Homepage, da geht es ja ganz weit runter. Das scrollt ein bisschen nach unten. Ganz unten ist der Werbespot von Antenne Bayern, von den Subparts. Aber eine Zeile drüber sind die Einbauteilwünsche. Da klickt ihr drauf und dann gebt ihr an, was ihr haben möchtet. Ja, und wenn ihr jetzt noch am Schluss einen Tipp haben wollt, mein Tipp an euch ist, wenn ihr mit Einbauteilen besser arbeiten wollt oder mit den Subparts auch oder wie ihr die kombinieren wollt mit euren selbst definierten Einbauteilen, die ihr in Allplan erstellt habt, dann geht auf nächstes Webinar. Meldet euch da an, dann zeige ich euch, wie das geht.
Oder ihr kontaktiert mich über die E-Mail-Adresse peter.pöppel, pöppel mit OE, poepl ohne E, Paula, Otto, Emil, Paula, Paula, Ludwig, at subgra.de. Im Endeffekt at subgrade und dann setzen wir den Punkt vor dem DE noch ein. Gut, verstehen die wenigsten. Ja, und wo ich noch Spezialist bin, sind Reports, Attribuierungen und Beschriftungsbilder, Legenden. Wenn ihr da Bedarf habt, dass ihr die Qualität von eurem Büro steigert, dann kontaktiert mich. Und wenn ihr eine Coaching oder eine Schulung braucht, vor Ort in Regensburg, dann meldet euch bei CS Concept. Und wenn ihr eine Online-Schulung braucht oder eine Online-Projektbegleitung, dann meldet euch auch per E-Mail oder unter der Telefonnummer 08464, also 08464, 246-9946. Jetzt Kommentar da lassen, liken und euren Kollegen zeigen, was es hier gibt. Bis zum nächsten Mal, euer Peter. Ciao. Bin raus.